Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Contagion. In der letzten Folge sind wir, in dieser Map gestorben. Ich habe dieses Mal die Server-Settings, ein bisschen geändert. Und zwar spielen wir jetzt auf einfach. Ich hoffe mal, das wird ein bisschen was ändern. Auf jeden Fall so, dass ich hier nicht komplett abkacke. Nebenbei ist das ein bisschen laut. Die kommen mir hier jetzt alle durch die Tür. Ich höre das doch schon. Die Frage ist nur, durch welche Tür? Nee, durch die bisher nicht. Okay. Gut, dann schauen wir jetzt mal. Ich hoffe mal, dieses Mal überleben wir. Hoffe ich mal. Ich glaube, dass wir trotzdem nicht. Ich habe mir auch mal wieder keinen Timer gestellt. Ich lade dann schon mal direkt nach. Ich wollte gerade eigentlich irgendwas in die Einstellung angucken, aber ich habe schon wieder vergessen, was. Gut, schauen wir einmal hier rein. Ich mache die Tür mal eben zu. Möchtest du? Oh nö, die will erst gar nicht zugehen. Die kommen von da. Okay, jetzt geht gerade auch schon wieder mein Bildschirm aus. Das ist sehr schön. So, der kommt irgendwie, wenn das mit den Frames nicht richtig klappt, kommt der irgendwie nie wirklich hinterher. Ist ein bisschen nervig. Stimmt, ich wollte den Sound ein bisschen leiser machen, aber das passt schon so. Weil ich halt jetzt eben das Spiel auf einfach gestellt habe, hoffe ich mal, dass dass die halt die Leichen dieses Mal was droppen. Das wäre halt schon ganz cool. Ich bezweifle allerdings, dass das was wird. Schlüssel muss ich also bisher nicht suchen. Gut, dann schauen wir mal. Droppst du mir was, guter Herr? Nö. Komme ich hier durch? Yep. So. Im Spiegel sehen wir uns sogar so halbwegs. Ich bin wieder Eugene, wie beim letzten Mal auch. Oh. Cool, cool. Die Map kenne ich allerdings schon relativ lange. Die ist auch, glaube ich, seit Anfang an da. Nur ich habe die, glaube ich, noch nie durchgespielt. Einmal bin ich extrem weit gekommen, auch im Multiplayer-Modus damals. Aber dann plötzlich nicht mehr. Denn, da war auf einmal so eine Zombie-Masse und wie beim letzten Mal auch. Und wenn man das dann alleine machen darf, ist das natürlich nicht ganz so pralle. Okay, also bisher sehe ich jetzt nichts, was ich machen muss. Ich muss jetzt auch bisher nichts mitnehmen. Da liegt ein Schlüssel. So, wir müssen auch mal wieder auf unser cooles Handy gucken. I found some keys. Hopefully this will let us open some locked doors. Okay, we made it in this far. Now let's find some weapons and get out of here. Gut, mach das Handy wieder weg. Licht an, bitte. Danke. Ich weiß nicht, ist die Tür nur abgeschlossen oder? Nö. Ist die Tür hier abgeschlossen? Das hört sich abgeschlossen an. Mache ich das irgendwie nur falsch? Nö, ich glaube, die kriege ich dann tatsächlich nicht auf. Gut, dann schauen wir mal weiter. Hier können wir jetzt noch hier lang gehen. Okay, wir sollten uns, glaube ich, irgendwie eine Taktik zurechtlegen. Hier liegt leider nichts für uns, nur ein wenig Gedöns. Hier liegt ein bisschen Munition und dieses Mal krisselt das so unfassbar. Beim letzten Mal war das, glaube ich, nicht so. Munition. Und immer während ich aufnehme, juckt meine Nase. Das ist ganz komisch. Das ist bei anderen Displayern aber auch irgendwie so. Die erzählen das dann auch immer. Oh shit, die habe ich gar nicht gesehen. Ups. Oh oh.
Das hört sich nach einer ganz schönen Masse an. Da ist jemand auf einem Aktenschrank. Guten Tag, werte Lady. Okay, da schießt ich erstmal daneben. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Hier ist jetzt... noch mehr Munition. Eine Granate. Ja, okay, man merkt da schon, dass wir jetzt auf einfach spielen. Plötzlich sind hier überall Dinge. Und Munition ist auch genug da. Ein Wunder. Nope. Und meine Kopfhörer fliegen auch andauernd raus. Ganz komisch. Okay, das brauchen wir nicht. An das erinnere ich mich noch. Ich glaube, das war nur so ein Verhörraum, oder? Ja. Der Typ sieht doch noch gar nicht mal so zombiehaft aus. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Gröbste übersehen. So wie ich das sonst immer tue. Aber immerhin wissen wir, hier ist jetzt noch eine Waffe. Gut, dann schauen wir nochmal hier. Hier müsste es eigentlich nur hier hingehen. Ist das die Tür hier? Irgendwo wird gerade massiv eine Tür eingehauen. Ich erinnere mich an diesen Bereich. Wir sollten theoretisch hier jetzt das aufmachen, aber das möchte ich noch nicht. Denn ich erinnere mich an Dinge. An diverse Dinge, die hier passiert sind. Deshalb suchen wir uns erstmal den Eingang. Bevor wir das hier aufmachen, wir können ja mal eben die Nachricht lesen. The guard station is open. We need to activate the control panel for the black... for the cell block. Okay. So wollte ich Black... Block lesen, keine Ahnung. Noch ein Büro. Mit einer guten Waffe. Ich überlege halt jetzt echt die Granate zu droppen. Oder soll ich die einfach mal werfen? Ich glaube, ich werfe die jetzt einfach mal. Ups. Ja, gut. Immerhin weiß ich jetzt, wo die Zombies alle sind. Hier möchte ich mich aber doch noch einmal, auch wenn es nur schnell ist, umschauen. Nein, 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 nein. Okay. Gut. Ich kann mir schon denken, wo die alle gerade gegenhauen. Deshalb glaube ich, das ist nicht so schlau. Ich glaube, die wollen alle hier durch oder sehe ich das falsch? Okay, wir sollten halt jetzt auch unsere Gesundheit nicht zu überstrapazieren. Die Tür ist schon zerstört. Das flasht ein bisschen zu sehr. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hell, das Spiel, oder? Wenn ich das jetzt... Okay, wenn ich jetzt pausiere, ist es wirklich pausiert. Dann kann ich das mal eben schnell ein bisschen runterstellen. Okay, das ist ziemlich hell. Wir machen mal den hier. Ich hoffe mal, das ist okay. Einfach nur, weil YouTube das im Nachhinein so unfassbar dunkel darstellt, dass man wieder die Hälfte nicht sieht. Und bevor das im Nachhinein der Fall ist. Ah, guck mal. Hier wurde das Bild gemacht und da haben wir es eben gesehen. Deshalb, bevor das im Nachhinein... Oh, shit. Bevor das im Nachhinein wieder der Fall ist. Wo wird hier gerade eine Tür eingeschlagen? Oh, shit. Okay. Ich werde da jetzt eh nicht viel treffen. Aber ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass es zwei sind. Und dass einer bereits getroffen ist. Kann ich die Tür nicht einfach aufmachen? Nö. Die stirbt auch einfach nicht, wenn man der in den Bauch schießt. Kann ich crouchen? So geht's auch. Hier liegen jetzt überall die Teile. Dadurch haben wir jetzt echt ganz gut Munitionsverlust gemacht. Ach du Heiliger, jetzt brauchen wir wieder diesen scheiß Feuerlöscher. Dann droppe ich das mal eben kurz.
nimm den Kackfeuerlöscher. Aber erstmal schaue ich mich hier in diesem Klo um. Bisschen Munition, das ist immer gut. Dann nehmen wir jetzt einmal das Feierding. Stirb, Feuer, stirb. So. Gut. Wie auch immer hier jetzt ein Feuer gelegt werden soll. Ich glaube nicht, dass der Zombie Feuer macht. Ein Revolver. Ich wette, der ist nicht schlecht. Wir sollten theoretisch einfach alle Waffen sammeln. Und die dann irgendwie... an einen Ort legen, sodass wir halt immer wissen, wo die Waffen sind. Aber ich glaube, das werde ich niemals hinbekommen. Vorher sterbe ich nämlich schon. Dann schauen wir jetzt mal hier. Ich weiß auch nicht, wie wir dann da durchkommen sollen. Ehrlich gesagt. Das hier ist total verbarrikadiert. Das wäre, glaube ich, schon wieder so ein Selbstmordkommando. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mir bereits alles angeguckt habe. Aber wir sind auf einer Polizeistation, das wissen wir schon mal. Man meint, man würde hier sicher sein, aber man täuscht sich. Was ist mit diesem Aufzug? Da liegen voll coole Sachen drin. Da kommt man nur von oben rein, oder? Kann ich hier vielleicht auch den Schlüssel benutzen? Nö. Nee. Gut, dann schauen wir uns natürlich nochmal die Türen hier alle an. Hier war ich schon. Da hinten haben wir wieder Munition. Ich glaube, die gelbe war für den Revolver, wenn ich mich richtig erinnere. War das hier vielleicht mit dem Durchgang, der zu war? Ich hoffe mal. Ja, genau. Die Tür geht dann auf. Oder? Noch eine Pistole. Noch eine Pistole. Das Control Panel. Ich gehe hier jetzt noch nicht, also nicht direkt rein. Ich werde mich hier erstmal ein bisschen umgucken. Vielleicht kann ich von hier aus nämlich schon so ein paar erledigen. Den habe ich schon mal getroffen. So, jetzt sollen die ruhig alle mal hier hinkommen, weil die mich gehört haben. Dann murkse ich die nämlich mal eben hier durch ab. Hier hin. Los. Nö, der geht einfach wieder. Komm, komm, komm. Nein. Hier hin. Mist, ich glaube, das geht nicht mehr so gut. Okay, einer ist schon mal down. Kommt die jetzt hier hin? Nö, die geht einfach wieder hoch. Das wäre das reine Selbstmordkommando, das hier jetzt aufzumachen. Aber wir haben zum Glück einige Türen, durch die wir uns verstecken können, in Anführungszeichen. Beispielsweise halt auch noch die hier. Und wenn die halt hier durchkommen, dann gehen wir einfach hier hin, verstecken uns dann hier und so weiter. Hoffentlich, so ist die Theorie. Ich hoffe mal, das wird praktisch möglich sein. Ich nehme mir aber vorher auf jeden Fall noch eine Waffe mit, also noch eine zusätzliche. Ich nehme mal eben die 4, drop die mal eben hier hin. Oder nee, lieber dahin, wo Licht ist am besten, oder? Damit wir das auch wiedersehen. Hinterher suche ich dann nämlich im Dunkeln. So, das ist eine andere. Das ist nämlich eine Colt. Für die haben wir auch ein bisschen Munition. Die habe ich, glaube ich, sogar immer am liebsten benutzt. Aber die hat doch, die hat auch ein Flashlight. Aber für die war die Munition so selten. Okay. Gut, dann ist hier das Control Panel. Komm. Das nehme ich auch mal eben mit. Obwohl das die, exakt die gleiche Munition natürlich ist. Oh, oh. Das hier müsste jetzt... geht das jetzt nicht auf? Oder muss ich dazu halt auch noch den zweiten drücken? Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der wäre, ne? Wäre das natürlich von Vorteil.
Nee. Ups, die 4 wollte ich droppen. So. Die liegt jetzt so ein bisschen im Dunkeln. Dann kann ich jetzt erstmal das andere Ding suchen. Ist ja toll. Da muss ich jetzt einfach den Knopf hier drücken. Nein, oder? Das hier ist auf jeden Fall jetzt auf. Dann mache ich vorsichtshalber einfach mal die Tür hier zu. Da muss ich jetzt erstmal suchen. War das nicht hier irgendwo? Wie sieht es eigentlich hier in der Küche aus? Ist hier was für mich? Nö. Hier war's. Och nö. Ich habe da echt keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber, nee, ich werde mir das jetzt nicht durchlesen. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Bin ich am Raum vorbeigelaufen? Ja, durch den Putzmittelraum. Theoretisch müsste halt jetzt echt die Tür aufgegangen sein, wenn ich richtig denke. Okay, ja. Tatsächlich. Nee, ich lese das jetzt nicht. Bist du irre? Okay, da sind halt schon die ersten Zombies. Und wie die auch direkt alle ankommen. Okay, ein paar habe ich, krieg ich jetzt schon down, aber lange nicht alle. Komm schon. So. Ich wechsle mal eben hierzu, weil die sich jetzt alle hiervon natürlich aufbauen werden. Kriege ich die Tür noch auf? Ja, gerade noch so. Holy shit. Tür zu. Puh. So, haut mal alle schön gegen die Tür. Ich suche mir schon mal eine Rückzugsmöglichkeit. Okay, gefunden. Macht mal bitte die Tür kaputt. Bitte. So. Hierdurch kriege ich schon mal einige. Einfach mal wildlos reinfeuern. Okay, wir müssen mal nachladen. Komm schon, lad schneller, Typ. Bevor die ganz kaputt ist. Okay, die ist jede Sekunde ganz down. Aber hey, einige haben wir noch bekommen. Da sammeln die sich jetzt auch noch. Shit, die ist jede Sekunde komplett im Arsch. Shit. Renn, 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 renn. Okay, mach zu. Obwohl... Tür zu, Tür zu, Tür zu. Shit, die geht nicht zu. So eine Scheiße. Ups. Okay. Knapp, knapp, knapp. Möchtest du bitte nachladen, mein Lieber? Danke. Schön, dass du dich für so gütig erweist, aber wenigstens halten die Türen halbwegs lange. Hier sind wir halt wenigstens so halbwegs auf sowas vorbereitet. Das waren wir aber in der letzten Map einfach nicht. Die hauen gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Der da haut noch. Okay, die ist jetzt leer. Möchtest du eventuell nachladen, mein Lieber? Die Tür geht jetzt auch bald down. Und dann sind wir auch hier am Arsch. Okay, aber es sieht also aus, als wären das jetzt nicht mehr so viele. Da sehe ich noch wen. Möchtest du kommen? Danke. So. So einzelne kommen hier jetzt noch. Oh oh. Was? Der ist da durchgekommen? Das ist jetzt nicht deren Ernst, oder?
Shit, der ist nur runtergekommen. Ich dachte, der wäre schon tot. Aber als ob die so schlau sind und sich einen anderen Weg suchen, komme ich von hier aus eigentlich auch darauf. Tatsächlich. Dann muss ich jetzt nicht mehr außen rumlaufen. Das ist doch auch mal schön. Die werden wir droppen. Aber ich werde mir jetzt eine neue Reihenfolge suchen, denke ich mal. Droppe ich auch. Droppe ich auch. Boah, wehe, die Schlüssel sind jetzt weg. Ich krieg einen Anfall. Nein, zum Glück nicht. Gut, als... Okay. Gut, das ist die neueste Nachricht. Das nehme ich auf Platz 1. Platz 2, Platz 3. Dafür haben wir jetzt nicht so viel. Das werde ich gleich gegen die andere austauschen. Obwohl das natürlich auf Distanz auch ganz nice wäre. Ich probiere es einfach mal. Okay, die knallt auch gut. Aber ich nehme lieber die. Okay, wir haben wenigstens ganz gut weggemetzelt. Trotzdem kann hier jetzt überall einfach noch ein Zombie stehen, der sich irgendwo festgebackt hat. Station 4. Jetzt ist hier auch noch so ein beschissener Alarm. Was ist das da hinten? Okay, jetzt sind wir einfach nur auf der anderen Seite. Die Pistole haben wir schon. Wenigstens haben wir jetzt 104 Munition. Das ist echt gut. Hier ist nichts. Boah, es ist so unfassbar dunkel. Auf YouTube wird man bestimmt am Ende gar nichts sehen. Oh, das Essen sieht aber eigentlich noch relativ fresh aus. Dafür, dass, ja... den Zuständen... bei den Zuständen halt, ne? Den Umständen entsprechend. Das war das, was ich gesucht habe. Okay, kriege ich die von hier aus? Stirb. Je mehr ich natürlich von hier kriege, desto besser. Da haben wir am Ende nämlich das Problem nicht. Kommt ruhig alle her. Ja, ja. Hallo, hallo. Ich hoffe nur, die suchen sich halt gleich nicht einen anderen Weg. Aber, wenn wir die halt jetzt schon alle so gut wegkriegen, dann sind wir die halt gleich los. Komm mal her. Oh shit. Das mit dem Nachladen, das ist hier so unfassbar nervig. Guten Tag, der Werte her. Kommen Sie mal rum. So, da hinten kommen noch mehr. Hi. Ich hoffe nur, die kommen hier jetzt nicht rum. Das wäre echt ungünstig. Hört sich relativ tot an. Obwohl das ja den Umständen entsprechend auch nicht sonderlich zuverlässig ist. Was ist das? Wozu gibt es denn hier Pfeil und Bogen? Moment, ich muss das mal eben kurz ausprobieren. Ich habe einen Bogen. Boah. Bin ich nicht so der Fan von. Ist natürlich ganz gut, um die leise auszuschalten, aber... Wozu braucht man hier leises ausschalten? Ich möchte gern erstmal wissen, dass die Area halt wirklich clear ist, bevor ich jetzt sage, ich gehe weiter. Oh oh. Die Tür ist auf jeden Fall auf. Nicht zugeschlossen. Ich hoffe nur, hier ist nur einer hinter und nicht wieder so eine Horde. Boah, wehe, von hier kommt jetzt einer und da kriege ich einen Anfall. Danke, genau. Macht mal auf. Shit. Okay, hier ist eine Horde. Shit. Das sind echt mehr, als ich gedacht habe. Ups.
gehe mal wieder zurück auf die Waffe. Ja, laden. Wieso sind denn hier immer gleich so fette Horden? Sind die Viecher Herdentiere oder was? Ich meine, das ist doch einfach nein. Guck mal, deinen Freund habe ich schon umgelegt. Dich leg ich auch noch um. Meine Güte. Hi. Das hier ist also der Hof, in Anführungszeichen. Wo es direkt um einiges lauter wird, komischerweise. Kann man nicht von hier in irgendwo hin? Ich weiß es nicht mehr. Nee. Und hier komme ich aber auch nicht, oder? Da liegt noch eine Waffe. Na gut, wenn die, Zugang zu Waffen haben, ist das natürlich auch sehr vorteilhaft. Aber ich würde sagen, an der Stelle setzen wir mal den ersten Cut. Wir haben hier jetzt schon in der Folge einiges geschafft. Okay, die, der Bereich hier ist auf jeden Fall sicher. Also hier, wo wir gerade sind, das da hinten nicht so. Werden wir noch ändern. Aber ja, das war's dann erstmal für die erste Folge von Let's Play Contagion. Ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Und dann kriegen wir das hoffentlich mal gebacken. Also bis dann.